Oh Mann, ey. Nee, ich find's scheiße. Ich will jetzt wissen, was das ist, ey. Ich frag mich ehrlich gesagt, wo Tinys restliche Bananen sind. Wenn ich ehrlich bin. Und wo die restlichen Bananen eigentlich alle sind, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe. Lenky weiß ich eine. Und das ist dann auch seine letzte. Also Lenkys weiß ich. Chunkys dürfte ich auch wissen. Das Schlimme ist für mich dieses Haus da. Das Schlimme ist an diesem Haus. Ah ne, ist das andere. Das ist mit der Didi-Münze. Mit der Didi, mit dem Didi. Ding. Da war ich aber schon. Ist hier Tausch was? Natürlich ist hier kein Tausch was. Natürlich muss ich wieder rüberspringen. Da war doch klar. Irgendwas ist doch nicht gegangen. Also bin ich jetzt ganz deppert. Genau, das Ding ging nicht. War ich da schon drin? Na klar, war ich hier schon drin. Aber... das hier lässt sich wenigstens jetzt perfekt einsammeln. Okay, dann weiß ich jetzt, was die machen muss. Ja, aber... so richtig verstanden habe ich es immer noch nicht. Wenn es jetzt immer noch nicht geht, dann habe ich nur noch die Vermutung, dass es erst geht, wenn Tag ist. Ah, dann blicke ich echt nicht mehr durch. Geht doch. Dann jetzt geht das Fenster auf. Okay. Gucken wir mal rein. Auch Didi hat alle.
normalen Bananen. So, irgendwas hat das hier alles zu bedeuten. Ja. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es jetzt so geht. Willst du mich verarschen? On. Ja, aber was ist on? Ah. Okay. Was für ein gemeiner Weg. Und hier soll jetzt... Okay. So, die Banane können wir jetzt holen. Didi ist fertig. Didi ist komplett fertig. Okay. Den brauchen wir nicht mehr. Wenn mich jetzt nicht irre. Blaupause, also das ist die letzte Banane. Alle Bananen hat er. Gut. Nanky braucht nur noch eine Banane. Da weiß ich, wo die ist. Chunky vermute ich auch, wo die ist. Donkey Kong vermute ich auch. Das Einzige, was wir noch brauchen, sind... Er hat hier doch nicht alle Bananen. Nur Tiny nicht. Aber wo die sein sollen, ist jetzt echt eine gute Frage. Aber ich gehe mal ins Tauschfass. Das Fässchen. Ich habe für alles eine Vermutung. Aber ganz sicher bin ich mir natürlich nicht. Das ist ja das Problem. Aber wir haben den ersten Kong fertig. Bis auf die Blaupausen. Das machen wir ja alles hinterher. Irgendwo wollte ich jetzt hin. Fragt mich jetzt gerade nicht wo. Genau, ich wollte da rein. Vielleicht ist ja da was für Tiny und ich weiß das nicht. Vor allem, ihr fehlen 23, nicht 20, sondern 23 Bananen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung wo. Ha. Ups. Na, wir gehen jetzt doch mal ins Haus rein. In dem anderen. Ja, wir sind ziemlich nah am Ende dieser Welt. Was ja auch gut ist. Und dann schließlich auch mal das LP fertig bekommen. So.
So, hier zum Beispiel. Übersehe ich hier irgendwas? Warum ist hier ein Tauschfass? Ein Tiny Fass. Warum? Wer hier unten? So, das Spinnchen habe ich ja auch schon platt gemacht. Und hier ist halt nur was für Chunky drin. Aber das geht dann halt nur tagsüber, weil ich ja so nicht wechseln kann. Und mir fällt bei Tiny wirklich gar nichts mehr ein. Irgendwie liebe ich diese neuen Waffen. Ich kann jetzt zwar tauschen. Warum ist jetzt hier wieder ein Tauschfass? Ja, das ist der Schalter um... Boy. Es läuft. Das ist auf jeden Fall Chunkys Ding hier. Das ist Chunkys letzte Banane, die hier steht. Warum auch immer. Hier steht ein Code. Ist das dafür? 21132? Weil das sind ja Punkte abgebildet. Also einmal Mitte. Mitte, links, links, rechts, Mitte. Also Mitte, links, links, rechts, Mitte. Mal gucken, ob das... Und mir das merken kann. Wenn das jetzt stimmt. Fress ich Besen hier. So. Also. Kann man ihn auch von hier aus sehen? Ja. 2. Ich gucke, versuche hier nochmal zu gucken. 2, 1, 1, 3, 2. Also 2. Und das sind ja Punkte. Also 2. Eins. Nochmal die Eins. Scheint zu klappen. Jetzt die Drei. Und die Zwei. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Tatsache. Das heißt, das ist Donkey Kongs Banane. Dann habe ich ein kleines Problem. Dann weiß ich echt nicht, wo Chunkys letzte Banane sein soll. Ach, brauche ich gar nicht. Kann er da raus? Oder auch nicht. Auf jeden Fall haben wir das endlich gelöst. Und haben zwei Kongs fertig. Aber. Tut mir leid. Ich bin raus. Jetzt. Ab jetzt weiß ich so gut wie nichts mehr. Kommt man hier auch raus? Ne. Also ich weiß jetzt persönlich nichts mehr. Also Donkey Kong und Diddy Kong haben definitiv schon mal Feierabend. Aber warum ist zum Beispiel... Ist das hierfür? Warum? Das ist das, was ich nicht kapiere. Warum soll Chunky diese Fässer aufheben? Warum?
Das ist das, was ich auch noch nicht kapiere. Ich glaube, die Fässer haben irgendwas mit Chucky zu tun. So viel steht fest. Nee, ist nicht Chucky, ist es Donkey Kongs Banane. Da kannst du aber, wenn du willst, sein. Die kannst du einsacken, wenn du willst. Versuchen zumindest. Also ich würde mal sagen, im Dunkeln haben wir jetzt so ziemlich alles erledigt. Ja, tut mir leid, ich bin gerade mega überfragt. So, Donkey Kong ist auch fertig. Wo Tinys letzten zwei Bananen sein sollen, ich habe noch nicht mal ansatzweise eine Peilung. Das ist ja das Schlimme. Oh Mann. Wen wollte ich denn haben? Dich wollte ich haben. Ja, wir gehen jetzt zurück und machen Tag. Also bei Tiny bin ich komplett überfragt. Chunky habe ich jetzt die Vermutung mit den Fässern, dass es da irgendwas auf sich haben muss. Lenky habe ich auch eine Vermutung, aber bei Tiny bin ich komplett überfragt. Aber wirklich maßlos komplett. Aufstehen! Alles aufstehen! Es ist wieder Tag. Ups. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg, wo ich hin will. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Nein, das habt ihr nicht gesehen. Nein. Ja, die sammeln wir mal wieder ein. Hatte ich den schon mal gesehen? Ah, tausch was. Okay. Na, was Tiny angeht, bin ich echt komplett überfragt, ey. Ja, Diddy und Donkey Kong brauchen wir gar nicht mehr. Die haben wirklich komplett Feierabend. So. Und wenn das jetzt klappt, Lenky auch. Ja, tagsüber waren wir noch gar nicht hier. Wir haben das hier nur nachts geöffnet. Ich frag mich schon, was hier ist. Ah, hier sind noch ein paar Tiny-Bananen. Okay, dann haben wir hier noch ein bisschen was zu tun. Das ist schon mal gut.